Bei der Partei Die Linke kriselt es schon länger. Wäre in dieser Woche Bundestagswahl, dann käme sie auf gerade mal 4%. Unruhe gibt es auch innerhalb der Partei. Die Mitglieder sind sich uneins über Sarah Wagenknecht. Nun hat die Bundestagsfraktion ihre Führung verloren. Vor wenigen Tagen hatte erst Amira Mohamed Ali angekündigt, nicht mehr für eine Wahl zur Fraktionschefin anzutreten. Und gestern folgte ihr nun Dietmar Bartsch. Auch er stellt sein Amt zur Verfügung. Es ist dieses gute Miene zum bösen Spiel machen, was Dietmar Bartsch perfekt beherrscht. Dabei weiß auch er, seine Fraktion und seine Partei sind in einer tiefen Krise. Und sein Rückzug macht es nicht besser. Ich habe in meiner Erklärung geschrieben, und das meine ich auch ganz ernst, dass gerade Eigenschaften wie Menschlichkeit, wie Solidarität, wie Herzlichkeit und ganz viel Lächeln die Linke auszeichnen sollten. Zurzeit wird in der Linksfraktion wenig gelächelt. Bartsch hatte vor 8 Jahren die Fraktion als Vorsitzender übernommen, damals noch gemeinsam mit Sarah Wagenknecht. Und die sorgt jetzt für eine Zerreißprobe, weil sie mit der Gründung einer neuen eigenen Partei liebäugelt. Die Fraktion spaltet sich in die, die gegen Wagenknecht sind, und die, die Wagenknechts Kurs voll unterstützen und die Schuld für Bartschs Rückzug jetzt beim Parteivorstand sehen. Dieser Parteivorstand jetzt will eine andere Partei, und der Streit ist Ausdruck dieses Konfliktes. Und das, was jetzt passiert ist, ist, dass eben auch Dietmar Bartsch sagt, ich stehe unter solchen Bedingungen nicht mehr zur Verfügung. Ich will diesen Streit mit diesem Parteivorstand so nicht mehr haben. Doch manche in der Fraktion sehen das anders und wollen lieber nach vorne schauen. Wir können uns da nicht die ganze Zeit dran abarbeiten. Wir haben hier Aufgaben zu erledigen als linke Opposition hier im Bundestag und in den Bundesländern und überall da, wo Linke aktiv sind. Und wenn wir die ganze Zeit uns nur mit diesem Konflikt um eine Person beschäftigen, dann kommen wir nicht nach vorne. Und wieder nach vorne kommen, das ist unsere Aufgabe, die wir jetzt übernehmen müssen. Bartsch selber hat ein Schreiben an seine Fraktion geschickt, darin der Appell, zusammenzuhalten. Er schreibt, viele schwadronieren aktuell wieder über das Ende der Linken. Sie werden sich ein weiteres Mal irren. Und auch die Parteichefin betont die gute Zusammenarbeit mit Bartsch. Dietmar Bartsch hat ja auch deutlich gemacht, dass er weiter für eine starke und geeinte Linke kämpfen wird, dass er an Aktivposten bleibt in der Bundestagsfraktion und dass wir natürlich auch weiter auf ihn setzen können. Auch Bartschs Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali hatte vor wenigen Tagen angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Das bedeutet, zu der inhaltlichen Zerreißprobe in der linken Fraktion kommt nun auch Führungslosigkeit. Mein Kollege Sven Lohrich hat im ARD-Morgenmagazin mit der Parteivorsitzenden der Linken Janine Wissler gesprochen und sie zunächst gefragt, ob sie nun auch den Fraktionsvorsitz übernehmen sollte. Ja, wir werden jetzt in den nächsten Tagen beraten und viele Gespräche führen. Ich will aber zuvor erstmal sagen, dass ich Dietmar Bartsch sehr dankbar bin für seine langjährige Arbeit. Und es ist ja auch nicht ganz richtig, was Sie jetzt gesagt haben in der Anmoderation, dass er zurücktritt oder hinwirft. Nein, Dietmar Bartsch hat nach über 8 Jahren an der Spitze der Bundestagsfraktion und im Alter von 65 Jahren als dienstältester Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag für sich die Entscheidung getroffen, nicht wieder anzutreten zur nächsten Wahl. Und diese Entscheidung, die haben wir allen Respekt gegenüber und eben vor allem eine große Dankbarkeit, weil Dietmar Bartsch sich über Jahrzehnte hinweg erst für die PDS und dann für die Linke eben an vorderster Stelle verdient gemacht hat, unermüdlichen Einsatz gezeigt hat. Und jetzt werden wir in den nächsten Tagen Gespräche führen, wie es weitergeht und wie wir diese Lücke füllen werden. Wir haben die Fraktionsklausur, wir haben die Neuwahl des Fraktionsvorstands und dazu werden wir in den nächsten Tagen Gespräche führen. Das klingt nach einer Kleinigkeit für Sie, aber in Wirklichkeit, ich zitiere jetzt nur mal Alexander Ulrich, den Abgeordneten den Linken im Bundestag, der sagte, Dietmar Bartsch verlässt das sinkende Schiff. Die Linke befindet sich offensichtlich in Auflösungserscheinungen. Wie soll man die eigenen Leute zusammenhalten, wenn die eigenen Leute sowas öffentlich sagen? Es ist keine Kleinigkeit. Natürlich ist jetzt der angekündigte Rückzug aus der ersten Reihe von Dietmar Bartsch auch natürlich ein ganz wichtiger Schritt jetzt und alles andere als unbedeutend. Aber er hat ja selber auch gesagt, dass dieser Rückzug lange geplant war und dass er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat, aber dass es eben jetzt völlig unabhängig von der aktuellen Situation ist. Und deshalb finde ich, dass man da jetzt nicht irgendetwas reininterpretieren sollte. Dietmar Bartsch hat ja selber deutlich gemacht, er wird weiter für
eine starke und geeinte Linke kämpfen. Und das wird er jetzt nicht mehr in der allerersten Reihe machen, aber er wird sicher ein Aktivposten in der Bundestagsfraktion bleiben. Und ich finde, alle Abgeordneten sollten das mit Respekt zur Kenntnis nehmen. Und jetzt sollten wir gemeinsam schauen, wie wir gerade angesichts auch der anstehenden Haushaltsberatung, angesichts der Kürzungen, dem Ringen um die Kindergrundsicherung, dem Klimageld, das versprochen wurde und jetzt abgesagt wurde, wie wir hier eine laute linke Stimme der Opposition sind für soziale Gerechtigkeit. Darauf sollten wir uns alle konzentrieren. Janine Wissler, Sie haben sich offenbar vorgenommen, ein sehr freundliches Gesicht zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass es in Ihnen drin ein bisschen anders aussieht, weil ich frage mich schon ernsthaft, wo ist Ihr Hebel, um eine Spaltung dieser Partei zu verhindern? Ja, vollkommen klar ist, dass wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein müssen. Und die Menschen haben uns in den Deutschen Bundestag gewählt, damit wir uns stark machen für soziale Gerechtigkeit, denen eine Stimme geben, die viel zu wenig gehört werden. Und das ist unser aller Aufgabe. Und natürlich will ich überhaupt nicht verhehlen, dass die Situation für die Linke gerade eine schwierige ist. Und wir sind insgesamt in einer gesellschaftlich schwierigen Situation. Ich glaube aber auch, dass wir ein stabiles Fundament haben, dass wir tolle Kommunalpolitiker haben, Landtagsfraktionen, dass wir ein stabiles Fundament in der Partei haben und dass wir aufhören müssen mit der Selbstbeschäftigung und klar machen müssen, unsere Auseinandersetzung ist mit dem politischen Gegner, mit der verheerenden Politik, die die Ampelregierung macht, die viele Menschen vergisst und eben nicht auf sozialen Ausgleich setzt, sondern viele Menschen im Regen stehen lässt und auch dem Erstarken der Rechten, dem wollen wir was entgegensetzen als Linke. Aber Frau darauf Wissler, sollten wir uns konzentrieren. Wenn ich da kurz einhaken darf, ehrlich gesagt sind Sie doch fast machtlos, denn wenn Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründet, dann braucht es nur ganz wenige linken Abgeordnete, die ihr folgen, und dann wird die Linke den Fraktionsstatus verlieren. Ich kann nur deutlich machen, dass alle Abgeordneten, die für die Linke im Deutschen Bundestag sitzen, auf den Listen der Linken gewählt wurden, von Mitgliedern aufgestellt wurden, von Wählerinnen und Wählern gewählt wurden und natürlich auch auf der Grundlage des linken Wahlprogramms. Und deshalb ist für mich ganz klar, diese Fraktion soll zusammenbleiben. Wir sollten uns darauf konzentrieren, die politische Alternative zur Ampel zu sein, alternative Vorschläge zu machen und uns nicht damit auseinandersetzen, dass es irgendwelche Tendenzen gibt, eine andere konkurrierende Partei aufzubauen. Ich hielte das für einen Fehler. Und ich als Parteivorsitzende, meine Aufgabe ist es, linke Positionen zu vertreten, diese Partei zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass sie wieder stark und erfolgreich wird. Und das ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass Themen wie soziale Gerechtigkeit, Umverteilung, gute Arbeit, ja, dass das Themen sind, wo wir eben wirklich was bewegen wollen und wo wir dringend eine politische Veränderung in diesem Land brauchen.